Die Beurteilung, ob ein Eisenmangel kritisch wird, ist im Prinzip ein subjektives Empfinden der Patientin oder des Patienten. Wenn wir aber feststellen, dass zum Beispiel die rote Blutfarbstoffkonzentration, das Hämoglobin absinkt, dann ist in der Regel bei Eisenmangel ein Handlungsbedarf gegeben. Eine Anämie wirkt sich folgendermaßen aus auf einen Körper. Der Patient ist müde, hat Mühe, atmet mehr beim Treppensteigen, hat eine Leistungseinschränkung, sportliche Leistung ist vermindert, kann sich weniger konzentrieren, hat schnellen Puls. Also es war ein Zufallbefund. Ich hatte Grippe oder so irgendetwas, ich weiss nicht genau. Dann bin ich zum Arzt gegangen, hat ein grosses Blutbild gemacht und dann hat er eben herausgestellt, dass ich Ferritinmangel habe. Also dass bei mir Eisen gar nicht so richtig gespeichert wird. Zur Differenzierung einer Eisenmangelanämie von anderen Formen der Anämie ist es wichtig, verschiedenste Tests zu machen, nach dem Patienten genau zu untersuchen. Es gibt Krankheiten, die ähneln einer Eisenmangelanämie auf den ersten Blick. Zum Beispiel die Thalassämie. Das ist eine genetische Störung, bei der zu wenig Globin, ein Bestandteil des Hämoglobins, produziert wird. Das sieht ähnlich aus wie Eisenmangelanämie, hat aber mit Eisen nichts zu tun. Dann gibt es auch chronische Entzündungszustände, die mit einem Eisenmangel verwechselt werden können oder sogar gleichzeitig vorliegen. Das sind so die wichtigsten Differentialdiagnosen, an die ein Arzt denken muss und die man auch mit Labortests differenzieren muss, bevor man dann nur Eisen therapiert. Eine Eisenmangelanämie, das heißt die Verminderung des roten Blutfarbstoffs aufgrund eines vorliegenden Eisenmangels, wird durch Ersatz dieses Eisenmangels behandelt. Dabei kommen Tabletten zum Einsatz, beziehungsweise wenn die Aufnahme im Darm vermindert ist oder wenn der Eisenmangel sehr, sehr massiv ist, auch die Verwendung von Eisenspritzen. Also ich habe eine Eiseninfusion bekommen und nachdem drei Tröpfchen reingetröpfelt sind, habe ich mich wieder voll fit gefühlt. Ich dachte, ja, jetzt kann ich die Welt wieder erobern. Und so nach zwei Wochen hat es wieder so ein bisschen angefangen abzubauen. Ich habe wieder Müdigkeit gemerkt, so ein bisschen Schlafstörung, Erschöpfung. Wenn ich so steigen gelaufen bin, habe ich gemerkt, dass der Puls wieder ein bisschen schneller schlägt. Und klassischerweise tritt dies eben bei jungen Frauen mit starker Menstruation auf. Diese verlieren dann so viel Eisen während ihrer Menstruation, dass manchmal die Behandlung mit Tabletten nicht ausreicht und eine höhere Dosierung mittels Spritze notwendig ist. Zum einen, wenn es eilt oder wenn eine Patientin schwanger ist und das Kind nicht an einem Eisenmangel leiden soll und damit es sich gut entwickeln kann, dann muss man rasch in diesen Drainage Eisen zuführen. Das geht nur über eine Injektion oder Infusion. Es gibt noch spezielle Patienten, kollektive Patientengruppen, die einen anderen Therapieansatz brauchen. Zum Beispiel Tumorpatienten, die wegen der Chemotherapie oder wegen dem Tumor eine Anämie haben, die brauchen häufig auch ein Präparat über die Vene, damit sie genügend rasch die Anämie korrigieren können. Oder zum Beispiel bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen vorliegt, aber auch bei Patienten mit einer Herzfunktionsstörung, mit einer Herzinsuffizienz. Die Vorteile der Behandlung mit Eisenspritzen liegen darin, dass ihre Beschwerden relativ rasch gelindert werden können. Die Nachteile können darin bestehen, dass es zu Übelkeit bei Verabreichung kommen kann, Probleme mit der Haut entstehen können. Das lässt sich aber durch technische Vorkehrungen in der Regel vermeiden. Zum Zweiten kann es in seltenen Situationen auch zu allergischen Reaktionen kommen, da diese Substanzen potenziell das Immunsystem auch stimulieren können, sodass dies durch den behandelten Arzt mit berücksichtigt werden muss.